Wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Wie gesagt, das, was ich tue, mache ich aus voller Überzeugung. Ich bin heute mit Dan unterwegs, der in einem Laden mitten in Berlin legales LSD verkauft. Dieses LSD wird hier gerade von ihm abgepackt. Ich sehe da ein paar Risiken und begleite ihn heute über den Tag, um herauszufinden, warum er trotz dieser Risiken LSD vertreibt. Und die Sorge, dass du in den Knast kommst, hast du nicht. Wir machen ja nichts Illegales, so. Von daher kann ich ja auch nicht in den Knast kommen. Ich habe ihn heute Morgen schon bei sich zu Hause abgeholt und eure Fragen natürlich auch mit dabei. Willkommen zu Follow Me Reports. Eine Sache, die einige von euch ins Community-Tab geschrieben hatten, war, warum macht ihr dieses Thema? Ihr bietet dem Ganzen dadurch eine Bühne. Und das stimmt, das tun wir. Deswegen haben wir lange darüber nachgedacht, ob wir dieses Thema machen oder nicht. Aber wir haben uns dafür entschieden, weil wir vorher auf TikTok ganz, ganz viele Videos zum Thema LSD, Microdosing, generell Drogenkonsum gesehen haben und auch in anderen sozialen Medien. Das heißt, junge Menschen haben das auf dem Schirm, junge Menschen sehen das Label, das ist legal und denken dann vielleicht, das ist völlig ohne Gefahren, das zu kaufen und zu konsumieren. Und deswegen sehen wir uns in der Verantwortung, darüber aufzuklären, zu zeigen, ja, das gibt es, das ist aber potenziell mit Risiken behaftet. Denn LSD-Derivate sind nur leicht verändertes LSD. Und LSD kann zu psychischer Abhängigkeit führen. Schon der einmalige Konsum von LSD kann zu Psychosen, Halluzinationen und dadurch zu tödlichen Unfällen führen. Mehr dazu später. Hallo. Hi. Na? Guten Morgen. Robin, hey. Dan. Du hast mir gerade die Hand geschüttelt, da ist mir dein Tattoo aufgefallen. Ja. Was ist das? Die Grundstrukturformel von LSD habe ich einfach, so, sag ich mal, aus künstlerischen Gründen mir stechen lassen. Und wann hast du das gemacht? Vor einem Jahr ungefähr. Da hattest du dein Business aber auch schon. Genau, das habe ich jetzt seit 2 Jahren. Meine Frau ist da, wir können gerne mal kurz Hallo sagen. Ja, cool. Hallo, Robin. Nina. Na, hey, schön, dich kennenzulernen. Ja. Was arbeitest du gerade? Ja, ich bin Lohnbuchhalterin. Und arbeite für eine große Steuerberaterkanzlei. Und nebenberuf mache ich so ein bisschen die Personalabteilung vom Online-Shop. Ah, okay. Also Familienbusiness. Kann man so sagen, ja. Wie war das denn für dich, als Dan dir diese Idee erzählt hat und gesagt hat, hey, ich würde gerne legales LSD verkaufen? Ehrlich gesagt waren meine Worte einfach nur so, mach doch. Im Nachhinein hat Dan mir auch erzählt, dass ihn die Art und Weise, wie ich es gesagt habe, motiviert hat, das auch wirklich zu machen. Deine Frau hat jetzt gerade was von einem Online-Shop erzählt. Wir haben ein Ladenbüro quasi. Der Hauptteil unserer Arbeit ist schon der Online-Shop. Wir gehen später auch noch in deinen Laden. Wie ist denn so dein Tag gestartet? Wenn ich zum Beispiel im Büro aushelfe, weil jetzt gerade jemand krank oder im Urlaub ist, dann bin ich in der Regel um 11 im Büro. Frühstück, entspannter Morgen, so ein bisschen ja. Arbeiten und dann 11 Uhr ist eine entspannte Bürozeit. Wir haben uns halt so danach orientiert, wann so die Zahlungen reinkommen und wie auch, sag ich mal, die Kunden zur Abholung kommen. Leute, die Drogen kaufen, machen das nicht um 9. Naja, also wir verkaufen ja keine Drogen, wir verkaufen ja Forschungschemikalien, okay. Also nicht für menschlichen Konsum bestimmt. Ich finde das gut, dass du da direkt so rechtlich reingehst. Einmal kurz für den Anfang einmal zu klären. Du verkaufst Forschungschemikalien, das, was du auf deinem Arm tätowiert hast, das ist aber LSD, die Droge. Das ist aber nicht das, was du verkaufst. Du verkaufst Forschungschemikalien. Genau. Für dieses Video habe ich natürlich auch mit einem Experten zum Thema Suchtprävention gesprochen. Das hat er dazu gesagt. Hast du mitbekommen, dass man LSD legal kaufen kann? Ja, das haben wir mitbekommen, dass es eben Derivate, also Abkömmlinge vom LSD legal zu kaufen gibt, schon seit einiger Zeit, immer in veränderter Form. Was ist deine Einstellung dazu? Ich sehe das kritisch, weil die Beimengungen, sage ich mal, zum LSD, die sind nicht wirklich abschätzbar. Also die Nebenwirkungen, die Langzeitfolgen davon auch. Ja gut, ich bin gespannt, dir heute durch den Tag zu folgen und mehr über Forschung zu lernen. Frühstück? Ja, also Reste von gestern, veganer Nudelhackauflauf. Das ist auch ein interessantes Frühstück. Erstmal veganer Nudelhackauflauf zum Frühstück, okay? Ja, also halt Reste essen. Was ist denn dein Background? Hast du irgendwas studiert, irgendwas gelernt? Ja, also ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert mit Schwerpunkt Finanzvertrieb. Also ein sehr straffes, duales Studium, wo ich in 3 Jahren 5 Abschlüsse gemacht habe. Und habe ich auch als Finanzberater gearbeitet und war auch dann nach meinem Studium in Australien, ich glaube, 7 verschiedene Jobs gearbeitet. Hättest du dir vor 5 Jahren oder während deines Studiums sowas vorgestellt, dass du mal legales LSD verkaufst, dass das mal dein Job ist? Nee, definitiv nicht. Das ist alles, wie gesagt, ziemlich spontan gekommen. Wie würdest du denn dein Unternehmen selbst beschreiben? In der Regel sage ich verkaufe legale LSD-Derivate. Es gibt halt das Betäubungsmittelgesetz, da ist LSD drunter erfasst.
Und dann gibt es seit kurzem das neue psychoaktive Stoffegesetz, das NPSG. Und da ist, sind halt unter anderem auch diese LSD-Derivate mit enthalten. Das heißt aber, die Produkte, die du verkaufst, die werden manchmal verboten. Ja. Wie oft ist das schon passiert? Seitdem ich angefangen habe, zweimal. Okay. Welche Gefahren birgt denn potenziell eine Veränderung von LSD in 1D-LSD? Das kann ich gar nicht so beantworten, weil ich bin kein Chemiker und es wird auch nicht erforscht in dem Sinne. Du sagst jetzt immer forschen. Wie forschst du denn damit? Also meine eigenen Forschungen sind natürlich jetzt ziemlich laienhaft, aber ich habe zum Beispiel auch schon geschaut, wie die Brennbarkeit der Produkte ist. Also brennt nicht so gut. Also es tut mir leid, dass ich mir da so ein bisschen das Lachen vergreifen muss, aber das ist die Forschung, die du gemacht hast. Wir müssen halt gucken, dass wir auch bei unseren Forschungen und bei dem, was wir in die Öffentlichkeit tragen, halt den rechtlichen Rahmen wahren. Und das tun wir. Wenn ich jetzt hergehe und sage, das wäre für den Konsum, dann hat man direkt die Lebensmittelbehörde und gegebenenfalls die Arzneimittelbehörde auf dem Plan. Ich verstehe, warum du das rechtlich so sagen musst, aber ich fühle mich schon so ein bisschen gegaslightet, wenn du das erzählst. Wie hat denn deine Familie reagiert? Also meine Mutter macht sich natürlich Sorgen, wie eine Mutter das so macht, aber erkennt, warum ich das mache. Unterstützung ist ein großes Wort, aber sie akzeptiert meine Entscheidung. Was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Wir haben gefrühstückt. Was kommt jetzt? Dann würde ich zusammenpacken und in den Laden fahren. Ja, cool. Also in diesem Eingangsbereich, man kommt genau, rein. Genau, also hier ist Sachen quasi abholen. Abholung. Da vorne haben wir noch eine kleine Teeküche und dann haben wir hier einmal den Mitarbeiterraum. Ein bisschen Tischtennis spielen. Genau. Hi. Die Briefe werden hier auch gerade schon vorbereitet, also mit Briefmarken und so weiter. Was sind denn so die Aufgaben, die ihr jetzt hier macht? Natürlich auf alle Kundenanfragen eingehen, Telefonate annehmen, die Abholungen machen. Wie bist du zu dem Job gekommen? Also was ist das für ein Bewerbungsprozess? Er hat mich angerufen. Wie kannten euch vorher? Wir waren damals im Freundes- Bekanntenkreis. Dann habe ich meinen alten Job gekündigt. Und was hast du vorher gemacht? Ich war in der Arztpraxis tatsächlich. Ich war da medizinischer Fachangestellter, ja. Und die Sorge, dass du in den Knast kommst, hast du nicht? Ich nicht, nein. Okay. Nein. Wir machen ja nichts Illegales, so. Von daher kann ich ja auch nicht in den Knast kommen. Ist schon so, dass du sagst, du glaubst schon daran, was ihr hier macht. Ja. Warum? Na, ich denke, wenn man so the big picture sich anguckt, dann führen unsere Produkte zu mehr Positivität. Okay, aber das heißt, du hast auch schon mit dem Produkt geforscht und bist selbst davon überzeugt? Ja. Kann ich so sagen. Aber was ist denn das, was hier jetzt gerade so liegt? Die sind halt abgepackt in die verschiedenen Mengen, die wir anbieten. Und die haben jetzt unterschiedliche Dosierungen. Also das heißt, ist die drei, ja, aber die hier nicht. Das ist alles das Gleiche. Wie schützt ihr Minderjährige? Wir verkaufen hier keinen Alkohol. Wir verkaufen eine Forschungschemikalie und die ist nicht für menschlichen Konsum bestimmt. Und deswegen haben wir in dem Sinne keinen offiziellen Schutzauftrag an Minderjährige. Wir gucken natürlich aus eigenem Interesse, dass wir keine Verträge mit Minderjährigen eingehen. Wir wünschen uns natürlich Regulierung von Gesetzgeberseite. Uns ist tatsächlich der Schutz vor Unfällen zum Beispiel wichtig. Du hattest jetzt Unfälle erwähnt. Was sind das denn für Unfälle? Wir ziehen im Endeffekt aus Kundenbewertungen unsere Erfahrungswerte. Mal kurz mal ein paar Wertungen lesen. Es gibt hier ein paar Leute, die spielen mit dem Wort Forschung. Es gibt hier auch einige, die offensichtlich, wenn ich das jetzt so bewerten darf, nach den Reviews her, das Produkt unsachgemäß einnehmen. Was sagst du dazu? Da kann ich im Endeffekt nichts weiter zu sagen. Wir haben keinen Einfluss darauf, was die Menschen damit machen. Aber wir können halt nur unseren Herstellerhinweis immer wieder wiederholen, dass es nicht für menschlichen Konsum bestimmt ist. Wie ist das mit Minderjährigen? Gibt es da noch mal extra Risiken? Wir von der Fachstelle für Suchtprävention Berlin empfehlen in der Regel, dass Jugendliche möglichst nicht psychoaktive Substanzen konsumieren. Das Gehirn befindet sich noch in der Entwicklung. Das Belohnungssystem entwickelt sich noch. Und wenn ich schon früh die Erfahrung mache, kann es sein, dass andere Dinge nicht mehr so interessant sind. Und vor allem, wenn es zur Problemlösung oder sowas eingesetzt wird oder zum Entspannen. Und von daher, also bei jungen Menschen, sehen wir das echt kritisch. Was genau machst du jetzt hier? Ich habe jetzt die Briefmarken geklebt und nochmal welche nachgedruckt. Wie sehen deine Eltern
den Job, den du machst? Sie dachten sich, dass es nichts Offizielles ist, aber ich habe es ihnen dann erklärt. Ich habe ihnen auch sehr vieles generell zur Substanz erklärt. Da sie mir einfach sehr viel vertrauen, finden sie es einfach gut, dass ich den Weg so gehe, den ich gehe. Da holt jetzt gerade jemand was ab. Ja. Können wir da einmal fragen, ob die Person bereit wäre, mit uns zu sprechen? Hi. Wir haben den Ton, aber dann kein Bild. Was haben Sie denn gerade gekauft? Und was haben Sie damit vor? Ich konsumiere. Okay. Haben Sie Angst vor Nebenwirkungen? Also ich bin schon ein Drittel Meter und kenne mich mit der ganzen Nummer halt aus. Von daher, ja, habe ich. Und weiß auch um Nebenwirkungen und wie man damit umgeht. Und das sollte man halt auch auf jeden Fall. Also ich finde, Aufklärung ist da ganz wichtig. Vielen Dank. Was für Gefahren birgt denn LSD? LSD-Konsum birgt die Gefahr, dass man enorm unangenehme Situationen erlebt. Dass man eine Überforderung erleben kann, die in Angst und Panik sich entwickeln kann. Dass daraus auch ein psychischer Reizzustand entsteht, der auch bleiben kann, also zu einer Psychose zum Beispiel. Dann Kontrollverlust, der damit einhergeht. Je nachdem, wie intensiv die Halluzinationen sind, also wie hoch die Dosis auch ist, kann es gut sein, dass ich mein Umfeld gar nicht mehr wahrnehmen kann, wie es eigentlich ist. Und dass ich dann auf die Straße gehe, weil ich nicht weiß, da ist eine Straße. Ich finde es absolut absurd. Ich stand gerade in einem Raum, wo einfach auf einem Schreibtisch Leute Drogen verpacken. Sorry, Derivate. Und ich muss sagen, da fühle ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen verarscht, weil die ganze Zeit von Forschungsmitteln gesprochen wird. Aber alle wissen, worum es geht. Dann kommt eine Frau rein und sagt, natürlich, ich kaufe das, um es zu konsumieren. So als wäre das das Selbstverständlichste auf der Welt, dass das natürlich der Grund ist. Weil alle wissen, worum es hier eigentlich geht. Dan ist super, super nett. Aber er weiß auch ganz genau, was er sagt, damit er sich im rechtlichen Rahmen bewegt. Denn es geht hier um ein kleines Loophole, um den Gesetzgeber an der Nase herumzuführen. Und das finde ich schon problematisch. Was genau machst du jetzt? Ich fülle nochmal die 10 Micropellets auf, weil die uns tatsächlich vorhin schon ausgegangen sind. Habt ihr da Sorge, dass hier einfach mal irgendwie jemand anklopft und dann ist da die Polizei da? Wir leben in einem Rechtsstaat, man kann jetzt hier nicht einfach so zu einem Richter gehen und sich einen Durchsuchungsbeschluss holen. Deswegen machen wir uns da keine Sorgen. Und die Sorge, dass du das Business irgendwie zumachen musst, weil, keine Ahnung, der Gesetzgeber eine Lösung findet, das irgendwie zu verbieten? Wir haben uns natürlich im Zuge dieser Unsicherheit auch schon mit der Frage auseinandergesetzt und auch das Team weiß im Endeffekt Bescheid. Es kann gut sein, dass es halt ein abruptes Ende nimmt, unser Geschäftsmodell. Und dann das werden wir weiter. Also es könnte passieren. Ja, also man setzt sich natürlich mit der Frage auseinander, ja. Gibt es wirklich keine rechtlichen Risiken bei dem, was Dan macht? Da wollte ich mich einmal absichern und habe deswegen die Berliner Staatsanwaltschaft kontaktiert. Seitens der Staatsanwaltschaft werden Straftaten verfolgt. Insofern müssten zunächst von anderer Stelle aus entsprechende Gesetze geschaffen werden, die den Handel illegalisieren. Es wird jedoch derzeit geprüft, ob im Verkauf dieser Substanzen ein Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch LFGB besteht. Weil hier der Gesetzgeber verantwortlich ist, habe ich das Bundesministerium für Gesundheit mal mit dem Thema konfrontiert. LSD-Derivate sind als neue psychoaktive Stoffe einzustufen. Das neue psychoaktive Stoffegesetz, NPSG, trägt dem durch seine Gesetzeskonzeption so weit wie verfassungsrechtlich möglich Rechnung, indem anstelle von Einzelstoffen ganze Stoffgruppen verboten werden. Die Bundesregierung informiert im Interesse eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes der Bevölkerung über die unkalkulierbaren gesundheitlichen Gefahren des Konsums von NPS. Was ich sehr gut finde, nur Dan kann nicht von dem Konsum warnen und muss deswegen die ganze Zeit um den heißen Brei drum herum reden. Wenn der Gesetzgeber ja anscheinend weiß, dass es diese Grauzone immer geben wird, weil man es verfassungsrechtlich nicht komplett verbieten kann, dann bin ich der Meinung, ist es in der Verantwortung des Gesetzes zu gucken, dass man innerhalb dieser Grauzone dann die Richtlinien schafft, dass Menschen adäquat geschützt sind. So? Bitteschön. Können wir 10 Mikrogramm? Das war's? Ja, erstmal testen, ne? Okay. Einmal bitte die Ausweise. Also am besten auch so. Ja, danke. Darf ich fragen, wie alt ihr seid? Ich bin 19. Ja. 19? 24. Und du meinst gerade zum Testen, das heißt, ihr kauft gerade zum ersten Mal hier? Ja. Hier ja, auf jeden Fall. Okay. Aber du hast anderswo schon mal gekauft? Ja, aber nicht. Nicht in einem Laden. In einem anderen Setting. Okay. Ja, genau. Und was habt ihr damit vor? Nehmen, ja, okay. Was sagt ihr dazu, dass auf diesem Zettel hier steht, ist es nicht für den menschlichen Konsum geeignet?
Sie das selbst wissen. Meistens, wenn man verbietet, wird es noch schlimmer. So. Dann vielen Dank. Euch auf jeden Fall. Genau. Sticker-Flyer gibt es auch noch immer mit dazu. Wenn ihr mit uns zufrieden seid, würden wir uns natürlich auch selber eine Bewertung freuen. QR-Code ist auf der Rückseite. Genau. Cool. Danke euch. Dann. Danke euch. Tag noch. Das waren jetzt die zweiten Kunden, mit denen ich sprechen konnte. Und die haben auch wieder sofort gesagt, so, ja, wir kaufen das, um es zu konsumieren. Was ich jetzt ganz spannend fand, dass das einer von den beiden 19 war. Was denkt ihr darüber, dass in Deutschland LSD-Derivate verkauft werden können? Schreibt das mal in die Kommentare. So, wir haben jetzt hier alles verpackt und eingetütet. Was ist jetzt der nächste Schritt? Ja, also jetzt kommen die Briefe zur Post. Also heute ist schon ein überdurchschnittlicher Tag, würde ich sagen. Eine Frage war, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil wie gesagt, das, was ich tue, mache ich aus voller Überzeugung und ich gehe jetzt nicht hier hin und sage, oh, ich brauche aber Geld und deswegen mache ich das. Wenn LSD legal wäre, würdest du wollen, dass deine Kinder das eines Tages nehmen? Ich würde unabhängig von der Legalitätsdebatte grundsätzlich wollen, dass mein Kind den Kontakt zu mir sucht und mit mir über solche Sachen spricht. Und ich finde es halt wichtig zu wissen, was für ein Bedürfnis steht dahinter. Wir haben ja auch mit einem Experten gesprochen und der meinte, dass es natürlich potenziell zu Psychosen führen kann, dass Leute sich selber überschätzen könnten, dass sie irgendwie einen schlechten Trip haben, von dem sie irgendwie nicht mehr runterkommen. Auch wenn ihr warnt, hey, das ist nicht für menschlichen Konsum. Siehst du dich irgendwie in der Verantwortung, dass jemand das vielleicht trotz dieser Warnung machen könnte und dann potenziell irgendwas Schlechtes passiert? Also wir verkaufen, wie gesagt, halt Forschungschemikalien. Du wusstest, dass das die Antwort ist. Ich kann es halt nicht anders sagen. Also wir haben diesen gesetzlichen Rahmen, diesen gesetzlichen Korridor, den wir bedienen können. Aufklärung ist ausdrücklich nicht erlaubt. Ich verstehe das Argument, ihr dürft es nicht. Also ihr dürft nicht aufklären, ihr dürft nicht in irgendeiner Form implizieren, dass man das konsumieren könnte. Auch wenn jeder Kunde, den ich hier heute getroffen habe, gesagt hat, natürlich konsumiere ich das. Aber man könnte natürlich trotzdem sagen, weil ich das nicht kann, mache ich es nicht, um Leute zu schützen. Ja, wir glauben so sehr an die, Forschung, die damit betrieben werden können und dass die Vorteile unserer Arbeit um ein so Vielfaches überwiegen. Was sind denn die Vorteile in der Forschung, die ihr ermöglicht? Also da musst du natürlich die Forschenden fragen. Ich hab eine sehr provokante Frage und ich weiß, dass du sie nicht beantworten kannst, aber ich möchte sie einfach stellen. Fühlst du dich nicht ein bisschen lächerlich dabei, immer so um den heißen Brei rumreden zu müssen? Auch das ist halt wieder eine Frage, die ein Hätte-wäre-wenn-Spiel aufmacht und das ist halt nicht die Realität, in der wir leben. Danke dir, dass du das heute mit uns geteilt hast. Ja, mich auch gefreut. Ciao. Danke dir. Ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, über den Dreh nachzudenken. Es gibt keinen richtigen Schutz von Minderjährigen. Was in den Derivaten drin ist, beziehungsweise was für potenzielle Nebenwirkungen die haben, das wird nicht wirklich getestet. Es gibt keine Dosierungsempfehlungen. Es gibt keine Infos zum Mischkonsum. Es gibt keine Suchtpräventionshinweise. Und ich nehme Dan ab, dass er das vielleicht wirklich auf die Website schreiben würde, wenn er das könnte. Er darf das aber alles gar nicht machen. Und das ist das Absurde. Und wenn der Gesetzgeber wirklich weiß, dass das verfassungsrechtlich nicht möglich sein wird, diese Grauzone komplett zu schließen, dann bin ich der Meinung, dass man dann halt sagen muss, okay, das wird es immer geben, dann müssen wir das so regulieren, dass Menschen richtig geschützt sind. Wie findet ihr das, dass in Deutschland LSD-Derivate verkauft werden? Schreibt das mal in die Kommentare. Denkt dran, Follow Me Reports zu abonnieren. Hier drüben findet ihr ein weiteres Video von uns. Da geht es um Rico. Der ist im Umfeld aufgewachsen, in dem Drogen eine große Rolle gespielt haben. Und hier unten ist eine Folge von Steuerung F. Da geht es um Drogen auf TikTok.